Bonjour, Davignon. Ich begrüße euch ganz herzlich aus Frankreich von der LGV Méditerranée. Wir fahren heute im Eurostar nach Marseille, alles andere gleich. Wir machen einmal ganz kurz die Türen auf. Das will ich auch hoffen. SIFA machen wir uns an, PZB und LZB bringen uns heute relativ wenig. Machen wir die Lounge-Scheiben an. Alles andere machen wir gleich. Ich will einmal ganz kurz mit der Kamera wegfliegen. Ich habe nämlich mich schon vorhin so ein bisschen hier im Bereich Avignon erkundet und gesehen, dass es in diese Richtung, wo praktisch die Strecke gar nicht mehr weitergeht im TSW, dass hier immer noch relativ viel Gleis gelegt ist. Da hinten sehen wir zum Beispiel diese riesige Brücke. Mal gucken, wie weit wir mit der Kamera kommen. Und da bin ich schon vorhin zu Fuß mal lang gelaufen, bis auf die Brücke, aber ich bin noch nicht so viel weiter dann gelaufen. Ich dachte mir, das mache ich dann lieber jetzt mit der Kamera und mit euch zusammen. Auf jeden Fall haben wir hier KI-Verkehr verbaut, also KI-Autos, was schon mal ganz interessant ist. Die Brücke sieht auch ziemlich hübsch aus, ziemlich gut ausmodelliert, muss ich sagen. Gut, ist jetzt natürlich nicht Veröffentlichungsstandard, aber auf jeden Fall schon mal echt gut gemacht. Ich komme leider nicht weiter hoch, sonst wäre ich jetzt mit der Kamera noch höher geflogen. Aber auf jeden Fall interessant. Interessant, dass wir hier diese beiden, das sind sogar zwei Brücken, dass wir die hier haben. Die eine führt, denke ich mal, ja, wo führt denn die eine vielleicht hin? Die eine führt vermutlich, kommen wir hier noch irgendwie hoch? Tatsache. Aha. Interessant, interessant, interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so weit kommen würde. Ja gut, an dieser Stelle ist dann, was Landschaftsgestaltung angeht, auch nicht mehr so viel zu sehen. Und ich möchte jetzt einmal ganz kurz bis zu diesem braunen Bereich hier vorne. Ja gut, da hinten fliegen dann die Gleise. Also, ja, habe ich jetzt nicht erwartet. So, jetzt baut sich die Landschaft wieder vor uns auf. Dann lösen wir die Bremsen und fahren ab. So, dann machen wir mal den restlichen Teil der Aufrüstung. Machen die Beleuchtung im Zug an. Müsste jetzt an sein. Das UD bringt uns nicht so viel. Ja, stimmen bei Brüssel ein, auch wenn das jetzt, glaube ich, ja, wobei es geht eigentlich vom Realismus her, ist Brüssel ganz in Ordnung. Sand, Makro, Spitzensignale, Scheinwischer brauchen wir heute vermutlich nicht. Unser nächster Halt ist Aix-en-Provence. Ja, ich hatte mal wieder Lust auf Personenverkehr. Ich hatte mal wieder Lust auf die LGV. Auf den TGV hätte ich auch total Lust, den mal wieder zu fahren. Aber ich dachte mir, wir sind ja schon mal vor etlichen Monaten im Eurostar unterwegs gewesen. Oh, es ist dunkel hier. Meine Güte. Hier sieht man ja nichts. So, wir sind ja vor etlichen Monaten schon mal im Eurostar unterwegs gewesen, damals von Marseille nach Avignon. Und ich dachte mir, heute spielen wir das Szenario in die andere Richtung, also von Avignon nach Marseille. Der Download-Link zu dem Szenario ist in der Videobeschreibung. So, gehen wir mal mit der Leistung ganz hoch auf 100%. Mal den AFB-Hebel ganz nach vorne, gehen hier bei der AFB zur Vorsollfreigabe. So, und haben die 300 voreingestellt. Ja, wir sind in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel im Personenverkehr gefahren.
Ich habe halt überlegt, mal wieder mit dem Intercity zu fahren, aber ich dachte mir, ja, komm, mit dem ICE sind wir noch viel länger nicht gefahren. Also wäre das doch mal wieder angemessen. Es ist ja ein sehr, sehr schöner Zug. Das ist der ICE 3 Baureihe 406, der im Basisspiel mit drin ist, in Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Das ist auch der Zug, der tatsächlich in Frankreich theoretisch fahren darf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also hat auf jeden Fall ETCS. Hier haben wir die anderen Sicherungssysteme, hier ATB und sowas. Ich glaube, der ICE Baureihe 406 hat auch hier oben noch irgendwie so einen Anbau mit drauf, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass es irgendein anderer ist. So, und der Eurostar ist natürlich kein ICE 3 Baureihe 406, sondern ein Velaro D. Das müsste die Baureihe 407 sein. Aber da wir den Velaro D nicht im Spiel haben, nehmen wir stattdessen die Baureihe 406. So, 320 sind sogar jetzt gleich freigegeben. Ich muss hier immer wieder ans HUD gucken, denn wir haben ja nicht die entsprechenden Sicherungssysteme hier mit drin an Bord. Daher muss dann der Blick ins HUD doch immer mal wieder kommen. Dieser Geschwindigkeitsrausch da, das fängt wieder gut an. Und der Download-Link zu dem Repaint ist, wenn ich dran denke, ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich habe hier leider keine Möglichkeit, das Stromsystem. Oh, doch, haben wir. Jetzt bin ich gewillt, etwas auszuprobieren. Ich mache mal Folgendes: Nehmen wir die Leistung zurück und rollen jetzt mal ein bisschen. Hauptschalter raus, Stromabnehmer runter. Ja. So, dann gehen wir mal runter. Nein, wie, achso, Moment, nee. SNCF, LGV. Jawohl. Nee, wir haben immer noch DB15KV. SNCF, LGV. Eingabe. Ja, ich glaube, das ändert nichts. So, Stromabnehmer hoch. Hauptschalter hinterher und dann müssten wir jetzt eigentlich wieder Leistung aufschalten können. Jawohl. Schade. Können es halt in diesem Sinne umstellen, aber können es nicht bestätigen. Wobei, haben wir jetzt vielleicht einen anderen Stromabnehmer oben? Mal gucken. Ich weiß jetzt dummerweise nicht, welcher der von der DB ist und welcher für Frankreich für die LGV ausgelegt ist. Sagen wir so, der hinterste ist oben. Machen wir das gleiche nochmal. Ich will das jetzt ausprobieren. Also, Leistungsregler runter. Stromabnehmer.
Stromschalter. Na egal. So, Stromsystem. Dann gehen wir jetzt wieder zu DB, ÖBB. Eingabe. Zack. Strom immer hoch. Hauptschalter hinterher. Leistung wieder hoch. Mal gucken, ob sich jetzt der Stromabnehmer verändert hat. Nein. Es ist immer noch dasselbe, heißt also, man kann nicht den Stromabnehmer wählen, dezidiert. Oder lässt sich das hier hinten machen? Nee. Egal, dann genießen wir weiterhin den Geschwindigkeitsrausch. Erreicht 320 dürfen wir fahren, streckentechnisch 330 könnten wir fahren. Da sehen wir es. Hey, 320 km/h, hallo Kollege. Okay, dem hat etwas gefehlt. Sehr schönes Repaint. Ganz, ganz schön gemacht. Bei den Geschwindigkeiten purzeln ja geradezu die Kilometer runter. Jetzt sind wir nur noch bei 33. Wir haben ja, 33, 34 FPS, das ist noch okay. Einmal durch den Tunnel rein. Also man kriegt hier schon so die Vibes der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt. Gerade hier der Abschnitt. Eieiei. Also, ne, das ist schon eine ordentliche Achterbahnfahrt, muss man sagen. Hier geht es ja so dermaßen hoch und runter. So, jetzt benutzt er die E-Bremse. Auf der Strecke zwischen. Eieiei, ist das ein Gefälle, aber das ist halt durchaus realistisch. Und wie gesagt, wer sich schon mal die Strecke angeguckt hat zwischen Köln und Frankfurt, der sieht halt etwas ganz, ganz Ähnliches. Denn da ist auch auf der Schnellfahrstrecke, da geht's hoch und runter wie sonst was. Als Fahrgast merkt man das nicht ganz so sehr. Wobei jemand, der vielleicht sehr schnell mit Übelkeit zu kämpfen hat, der wird das vielleicht doch relativ schnell bemerken.
Fall an meine letzte Fahrt auf der Strecke erinnern, im ICE3. Genau in diesem Zug hier, war glaube ich auch nur 406. Da ging es eigentlich ganz gut. Aber ich weiß nicht, was hier bei den KI-Zügen los ist. Das finde ich nicht so nice. Der Fehler ist schon häufiger aufgetreten. Vielleicht verlinke ich mal den DTD-Support in dieses Video. Dann können die da sich mal das angucken, dass das halt immer bei Repaints passiert, ne? Das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir werden einfach immer langsamer, obwohl wir 100% Leistung aufgeschaltet haben. Es geht einfach zu steil hoch. Das ist der Wahnsinn. Oder schaltet er jetzt irgendwie gerade keine Leistung mehr auf? Doch. Es geht halt einfach bei diesen Geschwindigkeiten nicht mehr so einfach, Leistung aufzuschalten. Das ist klar. Je schneller wir werden, desto weniger stark beschleunigen wir letztendlich. So, jetzt geht es sowieso schon wieder runter. Heißt also, jetzt werden wir automatisch, ne, da nimmt er schon frühzeitig die Leistung wieder raus und geht direkt in die E-Bremse, obwohl wir nicht mal die 300 erreicht haben. Also das ist schon gut gemacht in Realität und auch im TSW. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Madame et Monsieur, wir werden heute außerplanmäßig nicht in Aix-en-Provence halten. Der Grund dafür ist menschliches Versagen.
Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann Marseille. In weiß ich nicht wie vielen Kilometern und Minuten, da ich die Anzeige nicht mehr habe. Ja. Ja. Ups. Ich habe mich schon gewundert, warum wir dann auf 170 runterbremsen müssen. Aber das ist halt eben genau das Problem an der Sache, wenn man nicht mit dem entsprechenden Sicherungssystem fährt, dann passiert das. Dann passiert genau sowas. Deshalb gibt es ja die Sicherungssysteme, deshalb, man möge es mir verzeihen, ich hätte ja den Stopp definitiv mitbekommen, wenn ich die entsprechenden Sicherungssysteme gehabt hätte. Naja, wie heißt das noch gleich in Frankreich? TVM. Naja, wenn ich jetzt hier diese TVM-Anzeige gehabt hätte, dann wäre ich ja safe zu 100% in Avignon, in Aix-en-Provence zum Stehen gekommen, aber ja. Okay, Ausreden über Ausreden. Ich weiß. Ja. Fahrgäste mit dem Ziel Brüssel sollen bitte. Fahrgäste mit dem Ziel Aix-en-Provence fahren jetzt bitte nach Marseille. Und nehmen den nächsten TGV wieder zurück. Das Ganze geht auf Kosten von SNCF. Endlich wieder das Licht ausgemacht. So, 160 dürfen wir jetzt vielleicht nur noch fahren. Und dann dürfen wir jetzt gleich nur noch 140 fahren. Wir sind schon wieder zu schnell. Ich lasse jetzt das HUD besser an. Und zack, macht es wieder aus. Ah ja, Marseille. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auch hier muss ich sagen, die Gestaltung von Marseille, das unterscheidet sich halt einfach von dem, was wir so bei deutschen Städten gewöhnt sind. Definitiv. So, ich habe keine Ahnung, wie weit wir jetzt noch entfernt sind von Marseille, vom Bahnhof, deshalb gehe ich jetzt mal vorsichtigerweise runter auf, was sagen wir mal so, 60. Madame et Monsieur, nous arriverons bientôt à Marseille. Vielen Dank, dass Sie mit Eurostar gefahren sind, dem Bahnunternehmen Ihres Vertrauens. Und da hatte ich einen Crash. Okay, ich habe keine Ahnung, woran das jetzt gelegen hat. Ja. Ja, gut, eine entspannte Fahrt hat im völligen Chaos geendet und das ist der passende Abschluss dazu. Sehr frustrierend, sehr, sehr frustrierend. Gut, wie dem auch sei, ich danke euch, dass ihr bis hierhin die drei Zuschauer, die es noch geschafft haben, bis hierhin zu gucken.
danke ich ganz, ganz herzlich auch allen anderen, die den Beginn des Videos vielleicht nur gesehen haben, danke ich auch trotzdem nochmal. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, hoffentlich dann weniger chaotisch. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.